Ja, willkommen Lars. Ich freue mich auf deine Session und bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich hoffe, du weißt, was ich euch mitgebracht habe. List Records und Tables in M. Aber ja, vielen Dank. Und zuallererst mal vielen Dank an Jan und Katrin, dass ihr das Event organisiert. Also Jan, thanks for this format. It's the first time I'm being here, so thanks for the format in total. Und danke an dich, Katrin, dass ihr das Ganze auf die Beine stellt. Ist ja doch immer ein bisschen Aufwand, das Ganze zu organisieren. So, ich habe also die Ehre, die Session nach der Mittagspause zu leiten. Ich hoffe, bei euch ist das Suppenkoma nicht allzu sehr ausgebreitet. Und es ist noch ein bisschen Restkonzentration übrig bei all den Dingen, die ihr schon gesehen habt heute. Bei mir soll es heute also gehen um List Records und Tables in M für Power Query in Power BI und Excel. Langer Titel, aber im Endeffekt geht es darum, wie man Lösungen in Power Query, ja, fortgeschrittene Lösungen in Power Query auf die Beine stellen kann. Am Beispiel von Power BI in Excel. Gibt natürlich auch noch andere Tools, in denen Power Query vertreten ist. Die werde ich gleich nochmal vorstellen. Und ich habe die Hoffnung, dass es sich bei dem, was ich hier tue, um eine praktische Einführung handelt. Also nicht zu sehr theorielastig, so dass man es auch anfassen kann und zu guter Letzt im letzten Teil auch sehen kann, welche Lösungen es unter anderem ermöglicht. Da habe ich ein paar im Gepäck. Ganz kurz zum langweiligen Teil zu mir. Ich bin Lars. Ich bin freiberuflicher Berater, Entwickler und Trainer für Power BI. Mache das eigentlich länger, als es die Plattform gibt, nämlich seit, ich glaube, seit 2010 oder 2011, damals noch im Power Pivot. Ich habe meine eigene Website, ssbi-blog.de zu dem Thema, da schreibe ich eine Menge, versuche monatlich da so zwei, drei Artikel zu schreiben, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Und leite in Hamburg die Power BI User Group seit 2015. Und es ist natürlich ein kostenloses Event derzeit, leider Gottes, dank Corona natürlich alles online, so wie hier jetzt auch. Aber da wird es ab nächsten Monat auch wieder Online-Sessions geben. Guckt beim Meetup mal vorbei, kostet natürlich nichts und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch da zu sehen. Gut, steigen wir in die Thematik ein. Für die nächsten hoffentlich 45 Minuten, sollte ich den Zeitraum sprengen, springt bitte jemand ein, soll es um diese drei Themen gehen. Nämlich zum einen um Power Query, Aufgaben und Verbreitung im Microsoft-Universum. Ich werde mich danach im zweiten Punkt auf die funktionale Sprache M beziehen und eben die Datenobjekte, List Records und Tables vorstellen und Kurzporträts zeigen, damit ihr eine Idee davon bekommt, was das ist und wie man das anwendet. Und im dritten Teil geht es um Probleme der realen Welt, also wie man wirklich bei Problemstellungen, wie sie mir auch im täglichen Arbeiten auch unterkommen, eben diese drei Objekte nutzbar machen kann, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie man da rangehen kann. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich meine Webcam ausschalten sollte, damit man die Präsentation im Vollbildmodus sehen kann. Vielleicht für euch als Info, bei GoToWebinar sehe ich nicht, was ihr seht. Also ich habe keine Möglichkeit zu sehen, welche Sicht ihr jetzt bekommt mit Webcam, ohne Webcam. Wir haben das vorher mal getestet und ich glaube, wenn ich hier jetzt die Webcam ausschalte, seht ihr mich jetzt nicht mehr und diese Präsentation im Vollbildmodus. Katrin, ist das so? Ja, das stimmt. Hervorragend. Dann habe ich jetzt zumindest eine Ahnung, was ihr seht. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Ich hoffe, alle von euch haben Power Query schon genutzt. Falls nicht, solltet ihr da unbedingt schnell ran, denn wenn man mit Datenverarbeitung zu tun hat, ist das das Tool der Wahl, zumindest wenn man sich im Microsoft-Universum befindet. Und Power Query hat natürlich im Rahmen der Power Plattform oder Power BI Plattform die Aufgabe, externe Datenquellen anzubinden und gegebenenfalls zu transformieren. Also mehrere CSV-Dateien beispielsweise. Natürlich kann man Datenbanken, relationale Datenbanken importieren, SQL Server, Access-Datenbanken, aber eben auch multidimensionale Datenbanken. An der Stelle jetzt beispielsweise SQL Server Analysis Services. Aber natürlich auch nicht Microsoft-Produkte. Ansonsten würde es, glaube ich, schwer werden, hieraus eine vernünftige analytische Lösung zu machen, wie Oracle, SAP oder in dem Fall hier Amazon Redshift. Wir haben aber auch Power BI selber als Datenquelle. Unser erster Speaker, ich glaube, Christoph war sein Name, tut mir leid, falls ich mich da jetzt falsch erinnere, hatte schon den Common Data Service gezeigt und natürlich kann auch die Power BI-Plattform selber als Datenquelle für Power Query dienen und eben damit auch in analytische Datenmodelle innerhalb von Power Pivot oder eben dem Power BI Datenmodell einfließen. Und an der Stelle haben wir eben Power BI Datasets, den Power BI Data Flow, den Common Data Service oder die Power Platform Data Flows. So, dann haben wir natürlich das, was Microsoft pusht ohne Ende, nämlich ihren Cloud Service, Azure. Und das ist jetzt keineswegs ein Bereich, in dem ich unterwegs bin, zumindest nicht viel. Aber die Datenquellen sind hier abgebildet. Wir haben Azure natürlich als normale SQL-Datenbank, aber eben auch als
Analytische Datenbank, Azure Analysis Services beispielsweise, aber auch Blob Storage. All diese Dinge können durch Power Query angebunden werden. Und wir haben natürlich diverse andere Online-Dienste, die nutzbar gemacht werden können. SharePoint als Online-Variante, natürlich alles, was mit Dynamics 365 zu tun hat, aber auch Google Analytics-Daten. Also wer auch nach DSGVO noch Google Analytics nutzt, kann mit entsprechenden Konnektoren diese Daten eben anbinden und eigene Modelle darauf bauen, um die Daten zu analysieren. Schlussendlich gibt es noch sowas wie sonstige. Man kann Websites einbinden. Wer in der Lage ist, diese Sprachen zu nutzen, kann sich auch Packages bedienen, die eben in R und Python zur Verfügung stehen. All diese Dinge sind möglich. Und deswegen ist Power Query ein Tool, das hochgradig flexibel ist, um externe Daten anzubinden und diese, und dazu kommen wir jetzt, eben zu transformieren. Ganz kurz, wer dieses Ribbon schon mal gesehen hat, oder beziehungsweise ich hoffe, dass jeder von euch dieses Ribbon schon mal gesehen hat, weil ihr alle schon mal im Power Query wart. Hier gibt es eben diesen einen Reiter Transformieren und der gibt die Möglichkeit, ein buntes Potpourri an Transformationen vorzunehmen, vom Gruppieren, wie man es aus SQL-Datenbanken kennt, Group By, dem Vertauschen von Zeilen und Spalten, also dem Transponieren, wie man es beispielsweise in Excel kennt, Werte ersetzen, pivotierte Tabellen entpivotieren, also die Kreuztabelle auflösen ins Datensatzformat und. Da gibt es jede Menge zu entdecken und es ist hochgradig flexibel und sehr schön über die UI gesteuert, sodass jeder Business-User mit ein bisschen praktischen Hintergrundwissen das Ganze eben für sich nutzbar machen kann. So, wenn man sich damit beschäftigt, eine neue Sprache zu erlernen und oder ein neues Tool zu erlernen, dann ist natürlich immer die Frage, was bekomme ich für meine Zeit? Ja, was bekomme ich dafür, dass ich da meine karge Freizeit oder Arbeitszeit investiere? Und ich kann wirklich sagen, dieses Tool verbreitet sich im Microsoft-Universum wie ein Lauffeuer in der Steppe. Man kann sehen, dass Power Query eben in Power BI natürlich existiert, also sowohl im Power BI Desktop als auch in Power BI Online in Form der Data Flows. Wir haben natürlich eine Einbindung in Excel. Da taucht es zuallererst auf. Das war auch der ursprüngliche angedachte Nutzerkreis. Wir haben das Ganze im Common Data Service. Wir haben es dort, wo bis vor kurzem noch der Name Flow stand, nämlich im Power Automate. Und wir haben es seit geraumer Zeit, und ich glaube, es ist Analysis Services 2016 gewesen oder 2017, erschießt mich nicht. Wir haben es mittlerweile in Azure Analysis Services und auch in der On-Premises-Variante im SQL Server. So, das heißt, sich damit zu beschäftigen, ergibt durchaus Sinn, wenn man sich mit Daten im Microsoft-Umfeld beschäftigt. So, gehen wir einen weiter. Das war es im Endeffekt auch schon zum ersten Bereich. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber vielleicht hast du die eine oder andere, Katrin? Ich habe noch keine Frage. Mach ruhig weiter. Wir können auch Fragen gerne am Ende sonst einmal durchgehen. Okay, dann machen wir das so. Dann kommen wir zu dem hoffentlich eigentlich interessanten Teil, nämlich den List, Records und Tables in M. Ich glaube, jeder, der mit Power Query schon mal ein paar Skripte zusammengeklickt hat, also hintergründig wird das ja alles M-Skript, hat vielleicht auch schon mal eine berechnete Spalte erstellt. Und wenn ich eine berechnete Spalte schreibe, dann muss ich da ein bisschen mit Funktionen arbeiten, so wie man das aus Excel auch kennt. M ist halt eine funktionale Programmiersprache und die Sprache, die man dann nutzt, ist M. Ja, M, der Buchstabe M wie Martha oder M wie Mashup. Denn die Engine, die dahinter steht, ist die Mashup-Engine und die offizielle Variante von Microsoft ist, dass es deswegen der Buchstabe M geworden ist. So. Und List Records und Tables sind eben Datenobjekte, die es ermöglichen, Daten in einer bestimmten Struktur vorzuhalten. Und warum ist das interessant? Das ist interessant, weil viele Funktionen M diese Datenobjekte entweder als Input-Parameter nutzen und diese dann weiterverarbeiten oder auch und, es geht auch beides, diese Datenobjekte als Rückgabewert zurückliefern. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wie man mit diesen Rückgabewerten weiterarbeiten kann, um eben fortgeschrittene Lösungen in Power Query-M zu ermöglichen. So, und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich habe drei Kurzporträts, das sage ich jetzt nicht dreimal schnell nacheinander, für Lists, Records und Tables erstellt, die ihr euch denn im Nachgang auch anschauen könnt, um ja alles so auf einen Blick zu haben. Also was sind Lists? Lists sind geordnete Abfolgen von Werten. Also wer Programmierungskenntnisse hat, wer zum Beispiel VBA mal programmiert hat, der wird eine Liste vermutlich unter einem eindimensionalen Array kennen. Und so ist das hier auch. Und Listen kann man auf verschiedene Arten und Weisen erstellen, zum Beispiel manuell. Und wenn ich jetzt in die Bearbeitungsleiste in Power Query gehe und ein Ist-Gleichzeichen eintrage, so wie man es in der Excel-Zelle auch tut,
und eine geschweifte Klammer öffne, dann beispielsweise 1,2 schreibe und eine schließende Klammer anfüge, dann bekomme ich eine Liste. Und diese geordneten Werte sind dann die Werte 1 und 2, die in dieser Reihenfolge in dieser Liste auftauchen. Gehen wir nachher auch nochmal tatsächlich im Editor durch. Neben der manuellen Erstellung habe ich die Möglichkeit, das Ganze als Funktionsaufruf zu gestalten. Das heißt, ich rufe eine Funktion auf, die mir als Rückgabewert eine Liste übergibt. Und das macht beispielsweise die Funktion text-to-list. Wenn ich dieser Funktion den String, den Text Hallo übergebe, dann wird mir eine Liste zurückgegeben, in der jedes einzelne Zeichen, in diesem Fall sind es alle Buchstaben, aufgesplittet werden und jeweils zu einem sogenannten List-Item werden, sodass aus dem 5 Buchstabenwort Hallo eine Liste mit 5 Items wird, in der richtigen Reihenfolge. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Listen zu erstellen, indem ich auf Tabellen referenziere. Ich glaube, die Tabelle oder eben Englisch Table ist das am häufigsten benutzte Datenobjekt in Power Query und in den meisten Fällen auch das Objekt, das nachher wieder zurückgegeben wird, sei es nun in Form einer Tabelle im Datenmodell oder beispielsweise eines Excel-Sheets. Aber es sind in erster Linie Tabellen, die benutzt werden. Und wenn ich in einer Tabelle in eckigen Klammern auf eine Spalte referenziere, also das hier vorne ist mein Tabellenname und das hat sicherlich der eine oder andere schon mal gesehen, wenn man mit Namen in Power Query arbeitet und sich dort Sonderzeichen drin befinden, wie jetzt hier beispielsweise das Leerzeichen, dann muss man immer mit Raute und Anführungszeichen und Beendigungszeichen arbeiten. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber das ist halt die Syntax innerhalb dieser Funktion. Wenn ich also auf eine Tabelle verweise und eine Spalte in eckigen Klammern dahinter angebe, dann bekomme ich nicht eine einspaltige Tabelle zurück, sondern tatsächlich eine Liste, die aus dieser Spalte besteht. Das gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, Funktionen, Parameter zu übergeben, die in Listenform auftreten müssen. Wer schon mal Tabellen in Power Query aneinander angefügt hat, über die Nutzeroberfläche, über die UI, dem ist vielleicht aufgefallen, dass daraus intern die Funktion table.combine gemacht wird. Und diese Funktion bedarf einer Auflistung von Tabellen, die aneinander angefügt werden sollen. Und das Ganze muss in Listenform geschehen. Und da haben wir wieder die Version, die ich vorhin schon beim manuellen Erstellen von Listen gezeigt hatte. Man muss es in geschweiften Klammern angeben, damit das Ganze funktioniert. Also wenn man das über die UI macht, passiert das automatisch. Wenn man das selber erstellen will, muss man es logischerweise auch händisch selber eintippen. So, jetzt muss ich hier ganz kurz mal die Fenster von GoToWebinar beiseite schieben, die ich natürlich beim Testen nicht hatte. Und ich gehe jetzt hier mal ganz kurz aus der Präsentation raus und gehe mal über zu meiner Beispieldatei. So, und hier oben, ich hoffe, man kann es sehen, wenn ich, jetzt habe ich natürlich auch, zoome nicht an, so. Ich hoffe, man kann es hier sehen. In dem Moment, wo ich hier quasi mit ist gleich und den geschweiften Klammern arbeite und das Komma separiert abtrenne, habe ich hier eben eine Liste von den Werten 1 und 2. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Auflistung der Werte von 1 bis 10 haben möchte, dann kann ich hier natürlich Komma 3, Komma 4, Komma 5, bis mir der Finger wund wird, tippen. Aber ich kann es auch einfach so machen, das Komma durch 2 Punkte zu ersetzen und 1, Punkt, Punkt, 10 zu schreiben und bekomme jetzt hier eine Liste der Werte 1 bis 10. Und wenn jetzt jemand sagt, ah, das ist super, aber ich brauche den Wert 5 nicht, dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen 1.4,6.10. Wenn ich die 65 zu einer 6 mache, dann bekomme ich auch eine Liste mit 9 Items. Und wer genau drauf schauen kann, sieht, dass hier beispielsweise die 5 fehlt. Also so bin ich in der Lage, relativ flexibel solche Listen aufzubauen. Stellt sich natürlich noch die Frage, wofür kann man die gut gebrauchen? Aber das schauen wir uns am Ende einmal an. So, hier haben wir die Variante, die ich vorhin mit dem Hallo gezeigt hatte. Und hier splittet eben die Text-to-List-Funktion diesen String auf in diese Items. Und es müssen eben keine Buchstaben sein, es können auch Leerzeichen sein. Das Ganze ist Unicode-basiert. Das heißt, wenn ich Leerzeichen 5 schreibe, taucht hier unten auch automatisch das Leerzeichen und die 5 mit auf. Die ganzen Beispiele und die Folien, die bekommt ihr im Nachgang auch mit. Also das muss jetzt keiner mitschreiben oder auswendig lernen. So, das dritte Beispiel mit der Tabellenreferenz, das ich vorhin schon erwähnt hatte, ist folgendes. Ich habe hier eine Tabelle erstellt, das habe ich über Code gemacht. Ich habe das jetzt nicht aus Excel importiert oder aus einer SQL-Server-Datenbank. Aber ich glaube, ihr seht alle hier diese zweispaltige Tabelle mit diesen beiden Einträgen. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich gehe mit der rechten Maustaste drauf und sage, andere Spalten entfernen. Dann habe ich die Spalte, ja, ich füge diesen Schritt ein. Dann habe ich jetzt hier
diese Spalte Name noch übrig. Aber ihr seht, es gibt hier einen richtigen Namen, eine richtige Spaltenüberschrift. Es gibt hier auch dieses Icon zum Filtern. Und das zeigt eben, dass ich mich in einer Tabelle befinde und nicht in einer Liste. Ich nehme den Schritt mal zurück. Wenn ich aus einer Tabelle eine Liste machen möchte, dann kann ich beispielsweise sagen, ich referenziere in eckigen Klammern auf die Spalte Name. Und in dem Moment, wo ich das tue, wandelt sich meine Tabelle. Ich habe hier oben Liste drüber stehen. Ich habe keine Möglichkeit mehr, in einem Spaltenkopf zu filtern. Und ich habe eben diesen eindimensionalen Array, nenne ich ihn mal, der sich eben jetzt hier darstellt und den ich zu weit ohne eingegriffen. So, und das muss natürlich nicht in derselben Zeile passieren. Ich kann natürlich auch sagen, ich verweise auf den letzten Schritt, der jetzt hier in dem Fall Quelle heißt, und verweise da in eckigen Klammern auf die gewünschte Spalte, die meine Liste ergeben soll. Also so komme ich dazu, Listen zu bauen. So, kommen wir zum Thema Records. Auch da am Anfang eine kurze Definition, die man nicht auswendig lernen muss. Ein Record ist eben eine Menge an Feldern, wobei ein Feld eben ein Namenwertpaar ist und der Name des Feldes eben eindeutig innerhalb des Records sein muss. So, hier haben wir mal ein Beispiel für einen Record. Im Gegensatz zur Liste, die ich ja in geschweiften Klammern manuell erstelle, und diese geschweifte Klammer heißt Positional Index Operator, falls das mal jemand gehört haben möchte, benutze ich bei Records eben eckige Klammern und das ist der sogenannte Lookup Operator. So, und ich kann hier vorne eben den Feldnamen eintragen, in dem Fall Name und Vorname, und kann hinter den Gleichheitszeichen den jeweiligen Wert übergeben. Im Gegensatz zu allem, was man sonst in Power Query so kennt, können die Feldnamen auch Sonderzeichen enthalten, ohne dass ich mit diesem Rautezeichen und den Anführungszeichen arbeiten muss. Das Tool erkennt einfach, dass alles, was links vom Gleichheitszeichen steht, die Bezeichnung des Feldes ist und alles, was rechts davon kommt, der jeweilige Wert sein soll. So. Auch bei den Records habe ich die Möglichkeit, einen Record durch Funktionsaufrufe zu erstellen. Ich muss das also keineswegs manuell machen. Und hier habe ich als Beispiel mal die Funktion Record Select Fields dargestellt. Da habe ich eben diesen Record drin. Das ist der gleiche, den wir hier oben eben gesehen haben. Und ich kann hier übrigens in Form einer Liste angeben, welche Felder aus dem Record ich eben haben möchte. Und so wird aus diesem Zwei-Felder-Record Name und Vorname über die Angabe des Namensfeldes in der Liste ein Einfeld-Record. Ich weiß nicht, ob es die Bezeichnung gibt, aber ich nenne das jetzt einfach mal so. So. Auch beim Record habe ich die Möglichkeit, diesen aus einer Tabelle abzurufen oder über einen Tabellenindex zu erhalten. Im Gegensatz zu den Listen, bei denen ich das mit eckigen Klammern gemacht habe, mache ich das bei einem Record aus einer Tabelle über eine geschweifte Klammer und übergebe da den nullbasierten Zeilenindex. Das heißt, die Zeilennummern fangen ja bei 1 an und gehen bis ins Unendliche. Intern fängt das Ganze aber bei 0 an zu zählen. Das heißt, deswegen nullbasierter Zeilenindex. Gucken wir uns auch gleich nochmal an einem praktischen Beispiel an. Und dann gibt es natürlich Funktionen, die Record als Input-Parameter aufnehmen. Ich glaube, so das Paradebeispiel ist Web Contents. Ich versuche die gerade mal zu öffnen. Genau, also bei Web Contents gibt es die Möglichkeit, nachher all diese Parameter nochmal in Form eines Records zu übergeben oder eben auch nur Teile davon, sodass ich hier beispielsweise in der Lage bin, ich meine, Web Contents macht das, was der Name sagt, es lädt Daten aus dem Internet herunter und macht sie zugreifbar. Hier könnte ich beispielsweise in Form eines Records den maximalen Timeout angeben, sodass ich sage, nach 100 Sekunden soll das Ganze eben ausgehen. Das wäre der Standardwert, aber ich brauche 200, 300, 400 Sekunden. Dann kann ich das in Form eines Records übergeben und die Funktion macht das für sich nutzbar. So. Ein Sonderfall bei den Records ist den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, die intrinsische Variable Shared. Shared ist eine Variable, die einen Record zurückgibt, der ja etwas Großartiges beinhaltet. Das können wir uns nämlich gleich angucken. Jetzt kommen wir kurz mal zum Teil zum Anfassen. So. Ich fange nochmal von vorne an. Also wir haben hier, wie gesagt, diese Möglichkeit, über eckige Klammern einen eigenen Record zu definieren. Das tippe ich einfach ein. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise ein neues Feld brauche und sage Geburtsjahr gleich 1981 beispielsweise und gehe hier raus, dann hat mein Record halt ein weiteres Feld. So kann ich einen Record manuell erweitern. Ja. Und wir hatten dann als zweiten Schritt auch wieder den Fall Record, hier auch schon mit dem Geburtsjahr drin.
und ich sage jetzt über Record Select Fields und der Angabe, dass diese Liste hier hinten sagt, zweispaltig oder Zweifelder Record, dass mein Ursprungsrecord eben um das Feld Vorname bereinigt wird und jetzt Name und Geburtsjahr beinhaltet. Und das Spiel kann ich halt manuell weitertreiben, wie ich es möchte. Dann haben wir das Thema Tabellenreferenz. Das ist die gleiche Tabelle wie vorhin. So, und jetzt seht ihr hier vorne am Rand, und das ist für Neulinge in der Thematik immer ein bisschen verwirrend. Natürlich beginnt die Zeile beim Index 1 für den Nutzer sichtbar, so wie in Excel ja auch das Ganze bei Zeile 1 beginnt. Aber intern die Zählweise von Power Query ist nullbasiert. Das bedeutet, wenn ich hiervon jetzt einen Record haben möchte, der mir den Datensatz 1 zurückgibt, also in der Tabelle bedeutet Record Zeile, dann muss ich hier in geschweiften Klammern die 0 angeben und bekomme dann den Record der ersten Zeile zurückgeliefert. Und wenn ich die zweite Zeile haben möchte, dann nehme ich hier halt die 1. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Ich zoome sonst auch nochmal rein. Ne, also hier hinter das Ganze angeben. Und man muss das natürlich nicht im selben Schritt machen. Ich gehe nochmal auf die Tabelle zurück. Und ich kann natürlich wie immer in Power Query in einem nächsten Schritt auf den vorangegangenen verweisen und dort dann eben mit diesen geschweiften Klammern arbeiten oder was auch immer ich da jetzt machen möchte, um diesen Record zu erzeugen. So, kommen wir zu dem, was ich vorhin meinte, der intrinsischen Variable Shared. Ich bin befugt und in der Lage, also durch Microsoft befugt und in die Lage versetzt, in diese Formelleiste, in die Bearbeitungsleiste, ist gleich Raute Shared einzutragen. Und Raute Shared ist ein Keyword, also das ist belegt. Und es sorgt dafür, dass mir das Ergebnis dieser intrinsischen Variable Shared zurückgeliefert wird. Und das ist ein Record, der Felder beinhaltet, die unter anderem all die Abfragen zurückgeben, die ich jetzt hier in meiner derzeitigen Power BI Desktop Session habe. Aber auch, und das macht das Ganze so interessant, ich konvertiere das mal durch Klick auf In Tabelle hier oben, in eine Tabelle. Ich habe das hier natürlich schon gemacht. Und dann bekomme ich hier oben das, was Tabellen auszeichnet, nämlich Table Header und eben die Möglichkeit zu filtern. Und jetzt kann ich beispielsweise sagen, ich kenne mich einigermaßen aus mit Power BI. Ich weiß, es gibt List-Funktionen. Ja? Und jetzt möchte ich alle List-Funktionen dokumentiert haben. Und dann kann ich hier vorne reingehen und beispielsweise sagen, List. Klicke auf OK. Und dann werden mir hier, ich hoffe, das ist sichtbar, alle List-Funktionen, die es in Power Query gibt, aufgelistet. Ja? Und dann kann ich, fällt vielleicht auf, dass das hier gelb oder fast schon golden hinterlegt ist, dann kann ich neben die Funktion klicken und hier unten wird mir eine Vorschau wiedergegeben. Das heißt, ich habe eine Dokumentation aller Funktionen, die es in Power Query gibt, bereits in Power BI Desktop oder auch Excel, das ist nichts Power BI Desktop spezifisches, zur Verfügung und muss nicht in die Online-Datenquelle gehen. Und sie ist hier auch schon übersetzt. Also wenn man das auf Deutsch drin hat, dann bekommt man diese Sachen auch auf Deutsch geliefert. Und wenn ich jetzt hier wissen möchte, was bedeutet List Range, dann kann ich da drauf klicken und sehe das hier auch mit Beispielen und allem, was ich so gebrauchen kann. Also das ist ein sehr nützlicher Record, den man sich zunutze machen kann. Okay, kommen wir schnell noch zu dem am häufigsten verwendeten Objekt. Ich weiß, M ist keine objektorientierte Sprache. Das sei gleich dazu gesagt. Es ist eine funktionale Sprache. Deswegen mag der eine oder andere, der sich mit Programmierung besser auskennt als ich, jetzt vielleicht sagen, Lars, Blödsinn. Aber es ist halt irgendeine Form von Datenobjekt, denn es speichert Daten ab. Und deswegen benutze ich diesen Terminus, ob der jetzt für Wissenschaftler von Programmiersprachen richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. So, was ist eine Tabelle? Eine Tabelle ist eine Menge an Werten, die in Spalten und Zeilen organisiert sind. Ich glaube, da wird jeder mitgehen, der schon mal irgendwie mit Excel gearbeitet hat. Und auch Tabellen kann ich manuell erstellen. Ich habe mich mal mit einem der Entwickler von Power Query, vom Microsoft Power Query Team unterhalten und gefragt, wie nennt man denn eigentlich dieses Dingens hier vorne? Man ist ja mittlerweile dazu geneigt, dank Twitter und Co. dazu Hash zu sagen. Oder auch Sharp von C#. Aber nein, es ist wohl ein Pound. Das heißt, diese Funktion nennt sich Pound Table. Und ich kann über dieses Pound Table und dann der Übergabe von zwei Listen eine Tabelle erzeugen, die eben Spalten hat und Werte darin. Und wenn ihr hier mal genau drauf schaut, ich gehe mal ein bisschen näher rein, seht ihr beim zweiten Parameter sogar, dass es eine Liste von Listen ist. Darauf gehe ich jetzt nicht tiefer ein, aber ich kann in Listen
ja, Werte speichern, Zahlenwerte, Buchstaben, aber ich kann durchaus auch komplexe Werte, also strukturierte Werte wie Records, Tables und weitere Listen innerhalb einer Liste und auch eines Records speichern. Für Tabellen gilt im Übrigen das Gleiche. Ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber das kann sehr gut sein, das Konzept. Also kann man gut gebrauchen, das gucken wir uns nachher auch an. So, dann habe ich auch die Möglichkeit, wie bei Lists und Records auch, auf Basis eines Funktionsaufrufes eine Tabelle zu erstellen. So, und jetzt habe ich hier beispielsweise der Funktion Table from Records einen Record übergeben mit zwei, eine Liste von Records übergeben mit zwei Records drin. Einmal meinen Namen und einmal den von Imke und erhalte als Rückgabewert daraus eine Tabelle. Die ist jetzt hier nirgendwo abgebildet, aber das schauen wir uns auch gleich an. So, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, an Funktionen, die Tabellen erzeugen, auch Tabellen zu übergeben. Die Funktion Table Select Rows beispielsweise nimmt sich eine Tabelle und gibt da die Möglichkeit, auf bestimmte Datensätze einzuschränken. In diesem Fall schränke ich beispielsweise die Tabelle darauf ein, dass in der Spalte der Datumswert 1. Januar 2017 vorhanden sein muss. Die Syntax mag vielleicht kryptisch aussehen für jemanden, der mit Power Query noch nicht intensiver gearbeitet hat, aber das ist das, was das Ding hier tut. So, dann gehen wir doch jetzt mal hier auf die Tabellendefinitionen. Das ist nur, dass ihr es euch nicht aus der Präsentation raustippen müsst, sondern hier eben direkt nutzen könnt. So nutze ich eben die Poundtable-Funktion. Am Anfang übergebe ich in einer Liste als Text die beiden Spaltenbezeichnungen, Column 1 und Column 2, und übergebe als zweiten Parameter eine Liste von Listen. Und die Listen selber innerhalb der Liste sind halt die Datensätze. Also 1 und 2 seht ihr hier in den beiden Spalten für die jeweilige Zeile 1 und hier eben die Werte 3 und 4 für den zweiten Datensatz. Und das Ganze mit dem Funktionsaufruf ist auch relativ simpel. Hier habe ich eben zwei Records. Dadurch, dass es zwei Records sind, muss ich diese halt in einer Liste darstellen. Die Liste ist halt immer sowas wie eine Aufzählung und kann dann mit der Funktion Table from Records, Plural, mir hier meine Tabelle aufbauen lassen. So, jetzt haben wir aber manchmal den Fall, dass eine einzelne Funktion nicht ausreicht. Also mir reicht nicht eine Tabellenfunktion oder eine Record-Funktion oder eine List-Funktion, sondern in einigen Fällen ist es notwendig, dass diese Objekte ineinander überführt werden können. Also eine Liste zu einem Record werden kann, eine Tabelle zu einer Liste und so weiter. Und auch das schauen wir uns im letzten Teil an, wie das funktioniert und wofür das gebraucht werden kann. Entschuldigung, nein, wofür das gebraucht werden kann. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. So, wir haben jetzt hier beispielsweise die zweispaltige Tabelle Mitarbeiter mit Name und Vorname. Katrin und Jan, ich hoffe, ihr entschuldigt, ich habe eure Namen damals zweckentfremdet. Und hier geht es darum, wie ich eine Liste, wie ich eine Tabelle zu einer Liste konvertieren kann. Und hier gibt es eben natürlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, Konvertierungsfunktionen zu nutzen. Ich kann zum Beispiel die Funktion Table to List nutzen. Der übergebe ich den Tabellennamen, um die es geht. Seht ihr hier auf der linken Seite das Ergebnis. Und da es sich in einer Tabelle ja im Normalfall um eine mehrspaltige Tabelle handelt, kann ich über den zweiten Parameter eine Funktion übergeben, die ein Trennzeichen übergibt, sodass die Spalten, die die Tabelle beinhaltet, in dieser einen Liste, in dem eindimensionalen Array, durch dieses Trennzeichen abgetrennt sind und man im Nachgang beispielsweise in der Lage wäre, das ursprüngliche Format wieder zu erzeugen. So, wie man mit einer Referenz auf eine Tabelle über Spaltenbezeichnungen und eckige Klammern arbeitet, das hatten wir vorhin schon gesehen, aber diese beiden Möglichkeiten gibt es eben, so etwas zu konvertieren und natürlich noch einige mehr. Dann gibt es die Notwendigkeit, Tabellen zu Records zu konvertieren. Habe ich hier auch mal gemacht. Es gibt einmal die Funktion Table to Records, auch wieder Plural, mit dem Verweis auf die Tabelle. Und das, was ich da zurückgeliefert bekomme, ist eine Liste von Records. Sieht am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen abgespaced aus und man fragt sich, wofür das da ist. Aber wir schauen uns das auch gleich nochmal direkt in Power Query und Power BI Desktop an, wie man damit gut umgehen kann. Und die Referenz auf die Tabelle über die geschweiften Klammern haben wir auch vorhin schon gesehen. Na, sehr schön. Dann gibt es die Möglichkeit, Records zu Listen zu machen. So, unspektakulär. Ist auch eher so gedacht, dass ihr das nachher so als Referenz habt, wenn ihr selber an solche Probleme stoßt, dass ihr hier in diese Folien schauen könnt. Das kann man eben gut machen über die Record-to-List-Funktion. Und ja, die Liste hat eben keine Überschrift und auch keine Item- oder Zeilenbezeichnung, sondern einfach nur diese losen Werte.
Und wir haben schlussendlich, und ich glaube, damit sind wir dann, nee, eins kommt noch, Record to Table. Damit kann man eben diesen Zweifeld-Record wieder zurückwandeln in eine Tabelle. In dem Fall über die Table from Records-Funktion. Ich habe das alles hier auch mit dem Link auf die Originaldokumentation bei Microsoft versehen. Also wer da tiefer rein möchte, kann da direkt draufklicken und sich das da anschauen. So, gehen wir kurz mal rein. Alle Theorie ist grau. So, wir haben hier diesen Fall. Ich habe hier diese Tabelle zweispaltig und ich möchte hieraus eben eine Liste machen und möchte aber keine Spalte dabei verlieren. Also ich möchte jetzt hier hinten keine eckige Klammer haben und nur auf die Vornamensspalte gehen, so wie man es hier tun könnte, sondern ich möchte alle Inhalte mitnehmen, aber eben in eine Liste konvertieren. Und das geht relativ simpel, indem ich die Table-to-List-Funktion nutze und hier hinten im zweiten Parameter über die Combine-Text-by-Delimiter angebe, dass es eben durch ein Leerzeichen dann die sogenannte Pipe, die man über Alt-Grafik oder Alt-Graph und größer-kleiner-Zeichen einfügt und ein weiteres Leerzeichen. Damit kann ich dann hier List-Operationen auf Basis der Liste ausführen und dann über das Trennzeichen zum Schluss wieder Spalten für die Tabelle erzeugen, wenn ich das brauche. Wir haben hier einmal die Referenz, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Die haben wir schon mehrfach gesehen. Wir haben hier die Table to Records und das ist am Anfang tatsächlich witzig. Ich habe jetzt hier meine Tabelle und ich nutze die Table to Records Funktion und was wird mir zurückgeliefert? Eine Liste von Records. Ja, hier stehen keine Werte drin, die ich jetzt lesen kann, sondern also nicht auf den ersten Blick lesen kann, sondern es ist ein strukturiertes Datenobjekt drin, nämlich ein Record. Und wenn ich auf den Record klicke, dann wird dieser expandiert, geht ein neuer Schritt auf und ich sehe diesen. Aber was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, ich möchte nicht auf den Record klicken, sondern ich möchte daneben klicken und sehe dann hier unten in der Vorschau jeweils, was sich hinter diesem markierten Record verbirgt, nämlich der Zweifelder-Record-Name, Vorname mit jetzt der Ausprägung Katrin Borchert. Wenn ich auf den daneben klicke beispielsweise, Entschuldigung, den da drunter, dann sieht man mich und hier taucht, glaube ich, Jan auf. Genau, so, dann hat man eben diese einzelnen Records, die man abarbeiten könnte. Katrin, ganz kurz, wie bin ich in der Zeit? Du hast noch, also eigentlich wäre es ja bis 45. Wir machen bis 55, das heißt, dann haben wir nur eine kleine Pause zwischendurch, zwischen dem Vortrag von Arthur. Das heißt, du hättest jetzt noch 12 Minuten Zeit. Alles klar, dann weiß ich, wie ich vorgehen darf. Dankeschön. Genau, dann haben wir hier den Fall, wir haben hier einen Record, Zweifelder-Record und wollen aus dem eine Liste machen. Kann man hier ganz einfach, nicht erschrecken, die Werte stehen ganz rechts. So, da sind sie über Record to List. Und ganz am Ende nochmal Table from Records. Es ist bei den Konvertierungsfunktionen manchmal schwierig. Ist es from oder ist es to? Ist es Table from Records oder ist es Records to Table? Da muss man immer schauen, dass da habe ich noch kein wirkliches Muster gefunden. Falls da jemand schlauer ist als ich, bitte ich um Wortmeldungen. So, und hier gibt es eben die Möglichkeit, den Record in eine Tabelle zu konvertieren. So, nach all dem Handwerkszeug, nenne ich es mal, werden sich berechtigt die Fragen stellen, warum das alles, was kann ich denn damit machen? So, und jetzt muss ich ganz kurz mal den Absturz von vorhin beheben, indem ich nochmal schnell die Quelle für meine Datenquelle ändere. Ganz kurz. Sollte eigentlich die richtige sein, aber so. Okay. Möglicherweise nicht laufen. Okay. So, jetzt erholt er sich langsam. Sehr gut. Da wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, lasse ich das erste Beispiel einfach weg, weil ich glaube, Beispiel 2 und Beispiel 3 sind die interessanteren. Aber auch die Beispiele bekommt ihr alle. Da könnt ihr euch dann nochmal separat durcharbeiten. Ich wechsle nochmal ganz kurz in die Präsentationssicht und nehme jetzt mal das erste raus. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer von euch einen kaufmännischen Hintergrund haben. Ich selber bin 11 Jahre Controller gewesen und bin auch Diplomkaufmann. Also eigentlich IT war lange Zeit nur ein Hobby, bis ich es zum Beruf gemacht habe. Und ich habe viele Planungsprozesse gemacht. Ich habe viele Budgets geplant. Und Budgets werden, sofern der Controller großes Glück hat, nur auf Monatsbasis geplant. Hoffentlich nicht auf Tag. Ja,
So, und jetzt habe ich mein Budget. Ich zeige euch mal die Beispieldatei, die ich dafür erstellt habe. Katrin, ist die Excel-Datei zu sehen? Ja, ne? Ja. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier jetzt mal ein Budget auf Monatssicht. Das heißt, ich habe hier Kostenstellen und habe hier in der horizontalen die Monate geplant. Und hier in der Mitte gehen wir mal davon aus, dass das Umsätze sind. Ist aber auch egal, ob Kosten, Umsätze, sind Eurobeträge. Und wenn diese Werte jetzt auf Monat geplant sind, die Ist-Daten aber auf Tagesebene reinlaufen, kann ja trotzdem der Bedarf bestehen, soll und ist auch auf Tagesebene abgleichen zu können. So, und dann kann man sich beispielsweise überlegen, ob man den Monatswert nicht beispielsweise linear auf die Tage des Monats verteilen möchte, um dann auch pro Tag Differenzen bilden zu können. Klar, wenn das Ganze nur auf Monatsebene geplant wurde, dann muss ich sowieso Annahmen treffen. Eine lineare Verteilung ist eine Annahme. Man könnte sich auch über eine Verteilung auf Vorjahreswerten beispielsweise könnte man vornehmen. Aber wir nehmen jetzt mal den einfachen Fall einer linearen Verteilung. Und wenn ich das tun möchte, dann mache ich Folgendes. Ich habe jetzt quasi die Tabelle, die ihr eben gesehen habt, hier aus Excel importiert und habe eben noch diese Kreuztabellensicht vorliegen. Die ist für eine Planung sehr sinnvoll, weil das menschliche Auge wie in Excel oder wie auf dem Schachbrett quasi in der horizontalen die Kostenstelle sieht, in der vertikalen den Monat, in der Schnittmenge wird der Wert eingetragen und fertig. Aber für die Weiterverarbeitung ist das ja wenig sinnvoll. Das heißt, ich kann diese Werte, diese Spalten hier bis Dezember, diese 12 Spalten, entpivotieren und kann sagen, aus Spaltenbezeichnung wird Zeilenbeschriftung, also Eintrag in eine neue Spalte, die sich hier jetzt Attribut nennt. Und der Wert wird hier eben so dargestellt, wie auch in der Vertikalen dargestellt. Ich habe jetzt also die Anzahl meiner Datensätze verzwölffacht, weil ich aus 12 Spalten jetzt auf einmal Zeilen gemacht habe. So, und hier füge ich mir jetzt eine neue Spalte hinzu, in der ich aus dem Monat, der hier in Textform steht, Januar 19, Februar 19, mit Date from Text mir das Ganze wirklich als Datumswert ausgeben lasse, den ich danach auch als Datum formatiere. Jetzt habe ich natürlich glorreich mein Outlook offen gelassen. Das war vorhin alles besser vorbereitet. So, jetzt kriegt das Ganze den entsprechenden Datumstyp. Ich errechne mir das Monatsende, indem ich hier einfach drauf gehe. Das ist das Schöne an Power Query. Ich sage jetzt hier Spalte hinzufügen, Datum und gehe hier oben beispielsweise auf Monat und sage, gib mir das Monatsende. Ja? Dann wird diese Spalte automatisch erzeugt und ich muss nicht über komplexe Formeln noch ermitteln, danke, wie die Sachen hier zu stricken sind. So, das, wo jetzt die Listen zum Tragen kommen und weshalb wir die restlichen 40 Minuten bisher gesprochen haben, oder zumindest ich, ist Folgendes. Ich möchte jetzt eine Liste erstellen, die alle Tage zwischen dem Startdatum, also dem Monatsbeginn, und dem Monatsende beinhaltet. Und zwar wirklich als Auflistung. Und dafür gibt es die etwas komplexere Formel ListDates oder die etwas komplexere Funktion, die ich mir manchmal etwas einfacher wünschen würde. ListDates, die das Startdatum übergeben bekommen möchte, das ist unser Monatsanfang, und möchte dann wissen, um wie viele Schritte soll oder um welches Inkrement soll diese Liste erweitert werden. Bei uns ist es der Fall, dass quasi Enddatum minus Anfangsdatum plus 1 die Anzahl an Tagen ist, die diese Liste quasi wachsen soll, beginnend beim Monatsbeginn und das Ganze in Tagen. Dieses Duration 1,0 sagt bitte in Tagen und nicht in Stunden, Minuten oder Sekunden. In dem Moment, wo ich das tue, bekomme ich hier diese Liste. Und wir hatten jetzt schon mehrfach gesehen, dass wenn ich daneben klicke, ich eine Vorschau auf die Ausprägungen bekomme. So, ich gehe hier mal hoch in den Januar. Und das, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist eine Liste vom 1. bis zum 20. Januar 2019. Lasst euch nicht täuschen, das ist eine Vorschau. Die Liste beinhaltet alle Werte bis zum 31. März, Entschuldigung, bis zum 31. Januar. Woher weiß ich das? Ich füge eine weitere Spalte hinzu, die quasi auf diese Liste, die wir hier eben erstellt haben, List of Dates, verweist und sagt, List Count, zähle mir bitte, wie viele Einträge, wie viele Items diese Liste hat. Oder für unseren Business Case, wie viele Tage, Kalendertage in dieser Liste vorhanden sind. Und wenn ich das mache, dann seht ihr hier, dass ich für den Januar 31 Tage habe, für den Februar 28, kein Schaltjahr, für den März wieder 31. Das sieht ziemlich valide aus. Das sollten die Kalendertage sein, die ich hier tatsächlich in den jeweiligen Monaten auch erwarte.
Wenn ich das jetzt habe, kann ich unnütze Spalten entfernen. Ich mache das mal hier und behalte jetzt noch meine Kostenstelle, meinen Wert, meine Liste mit den Tagen, von der ihr gleich sehen werdet, wofür die da ist, und meine Anzahl an Tagen. So. Was ich jetzt tun kann, ist, dadurch, dass sich hier komplexe Datenobjekte befinden, kann ich hier oben diesen Expandieren-Pfeil anwählen. Und dieser Expandieren-Pfeil macht etwas Großartiges, was am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich sagen, auf neue Zeilen ausweiten. Und dann wird meine Liste, ich mache es im nächsten Schritt, aufgeteilt. Ich habe jetzt den Januar auf 31 Zeilen aufgeteilt und den Wert 57.373, den ihr hier oben vorhin nur für den Januar gesehen habt, auch aufgeteilt auf 31 Datensätze. Wenn ihr das nicht glaubt, bis hier unten, bis da geht der Januar. So, jetzt habe ich natürlich meinen Wert für 31-fach. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Aber ich habe hier noch diese niedliche Spalte mit der Anzahl an Tagen. Da steht jetzt 31 drin. Und jetzt kann ich in einer weiteren berechneten Spalte sagen, teile mir einfach den Wert, nämlich hier diese Spalte Wert, durch die Anzahl an Tagen und bekomme damit eine Spalte, die quasi die 57.373 für den Januar aufteilt auf 31 Datensätze mit je 1.850, was in Summe wieder zu den 57.000 führt. Damit kann ich die Spalte Wert jetzt rausschmeißen, die brauche ich nicht mehr. So. Und habe damit mein finales Ergebnis, nämlich den ursprünglich auf Monatsebene geplanten Wert auf Tagesebene künstlich herunterzubrechen. Wie gesagt, ob das jetzt linear sinnvoll ist, ist eine andere Fragestellung. Ich habe jetzt auch noch ein zweites Beispiel dabei, was ich jetzt nicht mehr mit euch durchgehen werde, wo ich beispielsweise sage, lineare Verteilung ja, aber nicht auf Wochenenden beispielsweise. Ja, da habe ich dann Samstag und Sonntag nicht mit drin. Da wird es dann im Januar nicht auf 31 Tage verteilt, sondern auf entsprechend weniger Tage. Aber das ist so ein Anwendungsbeispiel, wo Listen sehr, sehr nützlich werden, wenn man solche Verteilungen vornehmen möchte. So, jetzt gehe ich beim nächsten Beispiel ein bisschen schneller voran, denn ich habe noch 3 Minuten. Ich zeige schnell, worum es gehen soll. Genau, hier habe ich nochmal dargestellt, was eigentlich passiert. So, jetzt kommt Folgendes zustande. Ich kriege eine Datenlieferung. Ich bin Empfänger einer Datei, die ich regelmäßig weiterverarbeiten muss. Und hier habe ich beispielsweise Produkte mit ihren Stückzahlen und zwar je Farbe. Das Produkt gibt es in Rot, Grün, Gelb, Blau, welche Farbe auch immer. Und kriege hier die Stückzahlen geliefert. So, und diese Tabelle, die verändert sich. Und ich weiß nie wie. Ja, mal gibt es Rot und Grün, dann kommt Rot, Grün, Gelb. Dann kommt Rot, Grün, Schwarz. Ich glaube, ihr seht, worauf es hinauslaufen soll. Das, was ich aber unbedingt brauche, ist eine dynamische Summe über diese sich verändernde Anzahl an Spalten. So, und wie mache ich das? Ich kann eine solche Summe über Spalten natürlich hart kodieren. Kann ich hier machen. Das Problem ist, wenn eine neue Spalte hinzukommt, greift dieser Code nur auf Rot und Grün zurück und neu hinzukommende Spalten bleiben schlichtweg außen vor. Das Ganze kriege ich relativ einfach geheilt. Also ich habe hier nur 2 weitere Schritte hinzugefügt, indem ich Folgendes tue. Wir haben hier diese Tabelle und was ich mache, ist, ich nutze eine Funktion, die sich nennt table.columnNames. Und diese Funktion table.columnNames mit dem Verweis auf diese Tabelle, das ist der Name der Tabelle, gibt mir eine Auflistung aller Tabellen Spaltenbezeichnungen zurück. Seht ihr Produkt, Stückzahl Rot, Grün, Gelb, Schwarz. Jetzt kann ich diese Liste über List Select einschränken darauf, dass das ganze Text Starts With mit Stückzahl beginnen muss. Ich habe mich jetzt mit meinen zuliefernden Kollegen darauf geeinigt, dass sie, wenn sie schon neue Spalten hinzufügen, diese auf jeden Fall mit Stückzahl beginnen lassen. Das heißt, hier fehlt jetzt die Spalte Produkt. Ich habe jetzt nur noch Stückzahl drin und die Welt ist fein. Das heißt, das hier ist eine dynamische Liste. Ändert sich meine Basistabelle, ich habe sie hier in Excel, dann ändert sich auch diese Liste. So, zeige ich euch gleich. Das, was ich dann mache, ist, ich greife nochmal zurück auf den Schritt Navigation. So, und jetzt mache ich Folgendes. Und das erkläre ich selbstverständlich nochmal im Detail. Ich schachtel hier so ein bisschen Funktionen. So, ich baue das gleich nochmal zurück. Ich mache mir gerade selber mal einen Screenshot davon, weil ich das auch nicht alles auswendig lerne. So, schnell mal auf einen anderen Bildschirm geschoben. Ja, alles klar. Dann machen wir das anders.
So. Schnell mal Notepad++. Das, was ich hier tue, ist, ich habe hier diese Auflistung der dynamischen Namen, die sich verändert. Ich will ja aber keine Liste haben. Was ich haben will, ist, ich will aus dem Record, in dem ich mich gerade befinde, die Zeile ist der Record, will ich die Felder haben, die es nachher aufzusummieren gilt. Ich will ja im Endeffekt Summen bilden. Das heißt, ich möchte eigentlich einen Record haben, der mir hier rot, grün, gelb, schwarz wiedergibt, wie wir es hier haben. Und wenn eine Spalte hinzukommt, eben auch violett, was auch immer. So, aber ich brauche ja eigentlich keinen Record. Ich will eigentlich die Summe haben. Eigentlich möchte ich list.sum nutzen. Ja, die list.sum-Funktion ist die einzige, die mich summieren ließe. Es gibt keinen Record.sum. Das ist das Problem dabei. Das Problem ist, ich kann list.sum nicht auf einen Record anwenden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo diese Konvertierungsfunktionen sinnvoll werden, dass ich sagen kann, Record to list. Na, der Editor spinnt da manchmal noch. Record to list. Klammer auf. So. Und jetzt haben wir diesen Record, der sich bezieht auf diese dynamische Liste, umgewandelt in eine Liste und haben danach die Möglichkeit, aus dieser Liste die Summe zu bilden. Wenn ich jetzt die Klammer schließe, seht ihr, dass hier sich eine Summe bildet. Ja. Und das Ganze wird eigentlich erst dann spannend, wenn ich hier jetzt reingehe und sage, ich kopiere das. Ich mache hier, keine Ahnung, dunkelrot draus, speichere die Datei, sonst kommt das Ganze nicht an. Gehe wieder zurück in Power Query, drücke auf Aktualisieren, erhalte hier dunkelrot, das ist nicht das Überraschende, aber meine Summe bildet sich jetzt auch unter Berücksichtigung von dunkelrot, was in meiner ursprünglichen Lösung natürlich nicht der Fall gewesen sein kann, weil ich hier ja fix kodiert habe, welche Spalten summiert werden sollen. So, jetzt habe ich, glaube ich, etwas überzogen. Aber das waren die Beispiele. Ich habe dazu nochmal eine detaillierte Reihe auf meinem Blog. Wer das lesen möchte, ist zwar auf Englisch, aber sollte möglich sein, das zu verstehen. Und am Ende sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und bleibt gesund in diesen verrückten Zeiten. Dankeschön, Lars. Und wir switchen in 3 Minuten gleich zur nächsten Session. Und zwar in die DAX-Session mit Arthur. Aber kein Problem, sollten wir alle schaffen. Ich schließe die Session kurz, öffne die nächste und dann geht's auch gleich weiter. Bis gleich. Super, vielen Dank. Ciao.